Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Thienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Mit einem Clip zum Thema heute Krafttraining und Jugendliche. Jugendliche, 14, 15, 16-Jährige, selbst 12, 13-Jährige. Da gibt es immer wieder die Aussage, du bist noch viel zu jung, du darfst keine Gewichte in der Hand nehmen. Nö, aber Fußball spielen dürfen wir. Und Basketball spielen dürfen wir auch. Und Purzelbäume auf der Wirbelsäule, auf den queren Dorn fortsetzen, auf den Boden machen, das dürfen wir auch alles. Auch alle anderen Leistungssportarten, die für Jugendliche zwischenzeitlich hip sind, dürfen wir alles machen. Aber wehe, ihr nehmt eine Hantel in der Hand, um Gottes Willen, ihr werdet die Grätze bekommen. Jawohl, das ist alles sehr gefährlich, wenn man Gewichte arbeitet. Ja. Wenn man sich mal Gedanken darüber macht, was bei Sprungsportarten für Hebel entstehen, beim Fußball zum Beispiel, beim Handball, beim Basketball, bei all diesen Sportarten, wo man mit sehr viel Dynamik arbeitet, muss man sich mal überlegen, welche Belastungen auf Fußgelenke, Kniegelenke, Hüftgelenke, Wirbelsäule, Schultern, was da drauf lastet. Das sind in der Regel wesentlich höhere Belastungen, wie sie tatsächlich im Fitnessstudio, im Krafttrainingsstudio, im Kraftsportverein entstehen. Und somit ist die Frage, warum gibt man solche Aussagen raus, warum halten sich solche Thesen noch immer, dass Krafttraining für Jugendliche schlecht wäre? Mein Hintergrund ist folgender, oder mein Gedanke ist folgender dabei. Klar, Jugendliche neigen in der Regel dazu, manchmal etwas unvernünftig zu sein, was wir natürlich alles noch, wenn wir ganz ehrlich sind, auch ich natürlich in Erinnerung habe, klar, als Jugendlicher kennt man keine Angst, kennt keine Furcht. Und vor allem will man natürlich seinen Mann stehen und sagen, jawohl, ich bin zwar erst 13, 14, aber ich habe die Power, zum große Gewichte zu drücken. Ich kann da mithalten mit den 2, 3, 4, 5 Jahre Älteren. Und dann ist man dann in der Regel, was den Umgang mit Belastungsgewichten anbetrifft, ein wenig, wie soll man denn sagen, unvernünftig. Aus diesen Gründen könnte natürlich gerade das Krafttraining für einen Jugendlichen, der natürlich völlig sinnlos agiert, klar Probleme bereiten, weil natürlich beim Jugendlichen ganz einfach eben doch das ganze System noch nicht vollständig ausgereift ist. Vor allem natürlich eben auch gerade jetzt, was Bänder anbetrifft und Sehnen anbetrifft und so weiter, es hier natürlich bei Unachtsamkeit zu Verletzungen kommen kann. Das gleiche natürlich, wenn eben der Jugendliche noch ganz weit heranwachsend ist, und der übertreibt es natürlich in früher Kindheit, da kann es eben auch zu Wachstumshormon bzw. Wachstumsstörungen führen, wenn man es übertreibt. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wenn man ein funktionales Krafttraining als Jugendlicher geführt macht, das heißt, dass hier natürlich ein Trainer anwesend ist, vor allem ein Trainer natürlich auch weiß, was er tut, der natürlich auch entsprechend mit Jugendlichen umgehen kann, dann kann man schon in frühester Kindheit anfangen, aus frühester Kindheit als Jugendlicher anfangen, sich natürlich auch mit Gewichtsbelastungen zu konfrontieren. Umso früher man natürlich ganz klar mit einem Heranwachsenden Freihandelübungen absolviert und natürlich ihm beibringt, das entsprechende Feingefühl aufzubauen, ist natürlich ein ganz toller Sport. Aber wie schon gesagt, es sollte ein Trainer immer vor Ort sein. Man sollte Jugendliche nicht alleine trainieren lassen. Immer eine Aufsichtsperson, die das Ganze natürlich auch kontrolliert und entsprechend natürlich auch anleitet, was man tun und was man lassen sollte. Wenn Jugendliche allein ins Fitnessstudio gehen, dann ist ganz gut, wenn sie am Anfang überhaupt erstmal einen Trainingsplan bekommen, der vielleicht maschinengestützt ist, wenn nicht laufend ein Trainer vor Ort ist. Sodass natürlich bei der Trainingsmaschine ist die Fehlerquelle ein bisschen geringer. Auch die Verletzungsgefahr kann geringer sein, Maschinen. Somit natürlich ganz klar, wenn kein Trainer da sein sollte, eher mal die Jungs mit Maschinen beschäftigen, wo der Bewegungsablauf vorgeschrieben ist. Dazu natürlich eben, gerade bei Jugendlichen, darauf achten, dass sie sofort von vornherein lernen, Technik verlasst. Und dazu muss ich natürlich als Trainer und als Aufsichtsperson, muss ich natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Und daran scheitert es manchmal auch, dass eben dann in dem Moment der Trainer hier gleich mal, um zu zeigen, wie gut er ist, gleich mal zeigt, dass er die Vorführwiederholung völlig entspannt mit lockerem Atemdarm im fünffachen Gewicht machen kann. Da nimmt man einfach als Trainer ein bisschen weniger Gewicht und zeigt den Jungs, auf was es ankommt, zeigt den Jungs natürlich die richtige Technik und dann funktioniert es in der Regel auch und dann ist so ein Sport überhaupt nicht schädlich. Also Jugendliche dürfen
dürfen jederzeit Krafttraining betreiben, ist sogar sehr wertvoll und sehr sinnvoll, wenn man Jugendliche frühzeitig heranführt, natürlich auch ihnen ein gewisses Körperbild beibringt. Wenn man dann noch nicht als Personal Trainer oder auch als ausgebildeter, guter Fitnesstrainer, egal, hergeht und natürlich den Jungs frühzeitig Freihandübungen zeigt, Kniebeuge, Langhandel drüber Kopf und das richtig zeigt und natürlich auch hier Anweisungen gibt, dass man mit hohen Wiederholungszahlen erstmal arbeitet, sodass natürlich die Gewichtsbelastung überhaupt nicht hoch gewählt werden können und natürlich darauf achtet, dass die Bewegungskoordination stimmt, dann haben wir hier einen tollen Sport, den man natürlich auch in früher Jugend betreiben kann. Also, nochmal, wenn man Fußball spielen kann, Handball, Basketball, was ja alles erlaubt ist, auch selbst zum Teil im Schulsport, Turnen, wo dann Leute, die sehr jung sind, hier an die Reckstange mit allen möglichen Dingen konfrontiert werden, die auch sehr belastet sind und Teil pro Quadratzentimeter mehr Druck und Zug aufbauen, wie in jedem Fitnessstudio Gewicht benutzt werden kann, dann kann man auch funktionales Krafttraining empfehlen. Und zwar funktionales Krafttraining, keine unsinnige, schwachsinnigen Übungen, sondern sauber angeführt von guten Trainern, dann seid ihr richtig gut mit dabei. Das war's zum Thema, Jugendliche können auch Gewichte in der Hand nehmen. Jugendliche dürfen auch ins Krafttraining, wenn es richtig gemacht ist. Das war's, Andreas Thienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Auch die Fitness der Jugendlichen, meine Aufgabe.